Daniel Krupp für uns vor der Zentrale von McFit in Schlüsselfeld. Guten Morgen, Daniel. Wie reagiert man denn bei dir vor Ort auf den Tod des Firmengründers? Ja, guten Morgen, Fanny, guten Morgen, Carsten. Ich glaube, man kann das hier wirklich sagen. In Schlüsselfeld sind die Menschen geschockt. Schlüsselfeld hatte eine unheimlich wichtige Bedeutung auch im Leben von Rainer Schaller. Er ist in Bamberg geboren, aber hier in Schlüsselfeld ist er aufgewachsen, hat er seine Karriere begonnen. Erst in einem ganz anderen Bereich. Er hat hier in der Vergangenheit mehrere Edeka-Filialen geleitet, da er eine Ausbildung gemacht hatte zum Einzelhandelskaufmann. Und hier in Schlüsselfeld ist ihm dann auch diese Idee gekommen, dass er gesagt hat, dass man ja dieses Prinzip ja auch auf die Fitnessbranche ja anwenden könnte. Und dann gab es die erste McFit-Filiale, die dann in Würzburg gegründet wurde. Die eigentliche Firmenzentrale, und wir stehen hier vor dieser Firmenzentrale, die ist aber weiterhin hier in dieser kleinen Stadt. Und wir haben viele Menschen gesehen, die heute Morgen hier auch schon in die Firmenzentrale gegangen sind, die natürlich nicht vor der Kamera sprechen wollten. Man muss sich das Ganze so vorstellen. Rainer Schaller, ein schillernder Unternehmer in Deutschland, der ja bis zum Schluss dieses Unternehmen ja auch geleitet hat mit einer sehr eigenen Handschrift. Und heute Morgen hatte ich auch die Möglichkeit, mich mit einer Frau hier an einer Tankstelle auch zu unterhalten. Jeder in dieser Stadt, jeder kennt Rainer Schaller. Und sicherlich gibt es hier nur noch diese ganz kleine Hoffnung, dass er dieses schreckliche Flugzeugunglück überlebt haben könnte. Aber die Hoffnung, die wird sicherlich sehr, sehr gering sein. Auch das haben wir ja von den Behörden aus Costa Rica am Wochenende gehört. Daniel, es ist ja sehr mysteriös, die Absturzursache, wie es dazu gekommen ist. Die Ermittlungen laufen natürlich. Was ist denn bisher klar darüber? Was weißt du? Ja, es ist sehr wenig klar, das muss man wirklich sagen. Also was wir wissen, dass es zu diesem Flugzeugabsturz gekommen ist, ungefähr 40 Kilometer von der kostarikanischen, vom Festland entfernt. Die Maschine, die wollte dort wohl auf dem Flughafen von Limon auch landen. Und wenn man sich das Ganze anschaut, in der Tat gibt es da einige Fragezeichen. Also erst einmal gibt es einige Flughäfen, die man überflogen hat, die man hätte ansteuern können, wäre es zu einer Notsituation gekommen. Dann auch etwas auffällig, also es war nur wohl ein Pilot an Bord. Da kann man dann daraus schließen, dass wohl auf das Thema Sicherheit an Bord nicht so richtig geachtet wurde. Denn auch bei diesen Maschinen ist es eher üblich, dass da zwei Piloten an Bord sind. Und die große Frage wird wirklich sein, ob man dieses Unglück überhaupt richtig aufklären kann. Denn bei Privatmaschinen, da gibt es eine bestimmte Kapazitätsmenge, also eine bestimmte Gewichtsangabe, die überschritten werden muss, damit auch eine Blackbox an Bord ist. Aber das war bei der Maschine nicht der Fall. Die Maschine war leichter, sodass man davon ausgehen kann, dass wahrscheinlich noch nicht mal eine Blackbox an Bord war. Also es kann sein, dass man dieses Unglück nie richtig aufklären wird. Daniel, danke für deine Einordnungen nach Schlüsselfeld. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.